Bodenmann, gut aufgelegt für Bieber. Und Bieber trifft. Da ist das 1:0 für die Kloten Flyers in der 8. Minute. Zuerst war es Bodenmann mit einem wunderbaren Pässchen und Bieber, der setzt sich durch und dabei sieht Patrick Platter gar nicht gut aus. Da muss er seinen Gegenspieler abdrängen. Dass Bieber da sich noch vors Tor tanken kann, darf nicht passieren. Berger und Tor, da ist das 1:1, der Verteidiger trifft, Sven Berger mit dem Ausgleich. Ein Abschluss, der nicht unbedingt allzu gefährlich aussah. Kuonen mit einem wunderbaren Flippass und dann lässt sich Tino Gerber in der nahen Ecke erwischen. Und ich glaube schon, wenn wir seinen Gesichtsausdruck unter der Maske sehen, dann wissen wir alle, was es hier geschlagen hat. Lakers gleich mit dem nächsten Abschluss und dem 2:1. Die Führung ist Tatsache. Wir sind knapp in der 16. Minute. Dan Weiskopf mit dem Abschluss und irgendwie findet dieser Puck den Weg vorbei an allen. 2, 4, 6 da vor dem Tor und dann wohl von Thibodeau noch abgefälscht. Unhaltbar für Martin Gerber. Wunderbar gelöst, Hürlimanns Abschluss, noch einmal er und dann der Nachschuss, der sitzt, 3:1, die Lakers mit einer 2-Tore-Führung. In der 27. Minute Marco Pedretti, der den Abstauber verwerten kann. Hürlimanns Abschluss, ein weiterer Abperler nach vorne und ein weiteres Mal wird nicht aufgeräumt. Gerber kommt aus seiner Position und dann ist dort Platz für Pedrettis Abschluss. Walser, die Scheibe frei. Fransson lässt sich etwas gar viel Zeit, findet aber Danielsson umso genialer. 4:1, die Lakers jetzt mit einer 3-Tore-Führung nach diesem Powerplay-Treffer. Sowas nennt man einen Zuckerpass von Fransson für Danielsson. Die ganze Halle ruft, schieß. Nein, er sorgt lieber dafür. Wieder bietet sich Danielsson an. Da wieder. Direkter Abschluss, abgefälschter Puck und Martin Gerber zum 5. Mal bezwungen. Nach Danielssons Abschluss steht es 5:1, wieder Powerplay-Tor und der Abfälscher von Persson führt zum 5. Tor der Rapperswil-Jona Lakers. Bodenmann noch einmal und Dennis Hollenstein. Das ist ein solches Erfolgserlebnis, das wir angesprochen haben. 59. Minute, 2:5, Dennis Hollenstein. 1:08 vor Ende dieser Partie. Bodenmann, der perfekt auflegt für den Topscorer, der hier nicht mehr gestört wird. Die Lakers gewinnen mit 5:2 und für die Klotener heißt es zum zweiten Mal in den letzten 3 Jahren Platzierungsspiele oder eben Playouts.